Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, noch ein paar kleine Hinweise. Falls du ein persönliches Orakel oder ein persönliches Human Design Audio Reading haben möchtest, dann schau unten in der Infobox. Dort ist mein Etsy Shop verlinkt und du findest dort alle meine aktuellen Angebote. Falls du ein persönliches Reading live per Zoom mit mir haben möchtest, dann schau unten ein bisschen weiter in der Infobox. Dort findest du alle Human Design Reading Arten, die ich aktuell live anbiete, mit dem Buchungslink gleich dazu. Für alle Anfänger würde ich das sehr umfangreiche Key Reading oder das einstündige Fülle Reading empfehlen, für die, die selbstständig sind oder es werden möchten, das Business by Design Reading und für alle die, die schon ein Reading hatten und jetzt tiefer gehen möchten in ihre eigenen Energien, da bietet sich das Bestimmungs by Design Reading an oder das Solar Return Reading rund um deinen Geburtstag für deine Energien für das neue Lebensjahr. Schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich, wenn ich euch auch auf diesem Wege kennenlernen darf. Jetzt aber zu diesem Video heute mit Botschaften für genau jetzt. Also was musst du jetzt wissen? Was möchte dir die geistige Welt sagen? Und wir haben hier vier Stapel. Wir haben einmal Stapel 1 mit diesem Stein hier. Wir haben Stapel 2 mit diesem Stein. Wir haben Stapel 3 mit diesem Stein hier. Jetzt, ups. Und wir haben Stapel 4 mit diesem Stein. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Steine aus oder dieser Stapel und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's. Und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Botschaft für genau jetzt. Du hast den Ritter der Münzen. Dann hast du die Königin des Winters. All ihre Erfahrungen haben sie auf diesen Moment vorbereitet. Es ist Zeit, ihr Zuhause in Ordnung zu bringen, verworrene Situationen zu klären und sich von Leuten zu trennen, die für mehr Aufregung als Freude sorgen. Wow. Dann, die Situation wird sich verbessern. Das ist schon mal eine sehr klare Botschaft. Dann, Afriel und Belesa, ein frischer Wind strömt in dein Leben. Glaube an deine göttliche Führung und erkenne all die Geschenke auf deinem Weg. Wow. Das ist viel Führungsenergie. Dann hast du die Eltern. Die göttliche Wahrheit ist es, deine Eltern dich nach besten Kräften ewig lieben. Die Engel heilen dich von jeglichem Schmerz, der mit deiner Mutter oder deinem Vater assoziiert ist. Wow. Ein bisschen so, da haben wir noch ein paar. Dann hast du aus dem Human Design Kartendeck das Tor 2 mit Öffnung für den Flow. Liebe dich selbst, du bist es wert, einfach weil du bist. Erlaube dir selbst zu empfangen und dich verletzlich zu zeigen. Öffne dich für den Fluss des Lebens, Unterstützung, Liebe und Reichtum. Wow. Dann das Gürteltier mit Schutzpanzerung. Wo brauchst du Schutz? Wo kannst du dich öffnen? Konzentriere dich auf deinen Weg und auf die Kraft, die im Innen liegt. Dann, galaktischer Rat der Venusianer, Sternenwesenführer, antworte auf den Ruf und Zeit zu leuchten. Wow, was für eine schöne Botschaft. Und du hast die Vergebung. Also das, was ich bei dir tatsächlich reinbekommen habe, schon bei den Eltern, und das müssen nicht die Eltern sein, das können auch andere Bezugspersonen sein in deinem Leben. Da gibt es ein Thema, das dich so ein bisschen in so einer, ja, sie sagen, Schattenwelt gefangen hält und das so ein bisschen dafür sorgt, dass du nicht weitergehst, ja, dass du dich dem Licht nicht zuwendest, weil du hier an irgendetwas immer noch festhältst, an einem Drama, an einer Geschichte, an einem Ereignis, wo du vielleicht Probleme hast, es zu verstehen und demzufolge dann natürlich auch Probleme zu verzeihen, zu vergeben, es einfach hinter dir zu lassen. Ich habe ein bisschen eine unpopuläre Meinung, wenn es um das Thema Vergebung geht. Ich bin der Meinung, dass Vergebung automatisch passiert, wenn wir uns um die Heilung dieser Themen kümmern, dass das dann das Resultat davon ist, und nicht, dass wir irgendwie Vergebung uns herbeizaubern können, in Anführungszeichen. Ja, manchmal
ist es einfach noch nicht so weit, dieses Gefühl der Vergebung in sich zu tragen. Und gleichzeitig geht es aber darum, diesen Anteil, diese Geschichte, diese Situation in dir zu heilen, damit du weitergehen kannst, damit du in den Fluss des Lebens eintreten kannst, damit du dich dem Licht zuwenden kannst. Und ich kriege so ein bisschen auch bei dir dieses Gefühl von, mit der Situation, die Situation wird sich verbessern, deine Zukunft ist sehr, sehr schön. Und du bist eigentlich gerade auf einem Weg in die Leichtigkeit, in die Schönheit, in die Gelassenheit, sagen sie auch gerade. Also wirklich so in, du hast dir sehr viel Resilienz erarbeitet. Du hast dir sehr viel mit dem Leopardkrieg, auch diese Anmut einfach, ja. Du hast viel gemeistert, was dich sehr stark gemacht hat. Wir haben ja auch mehrfach das Wort innere Kraft. Also du hast unfassbar viel Stärke in dir durch deine Geschichten, durch deine Verletzungen generieren können in diesem Leben. Und gleichzeitig ist es wichtig, diese Geschenke anzuerkennen und mit diesen Geschenken in der Hand weiter zu gehen und das Leben quasi anzunehmen. Und das, was hier auch so ist, und das möchte ich ja auch noch mal mitgeben, das ist eine Botschaft, die ich vor ein paar Wochen auch selber erst empfangen habe. Wenn wir sehr schwierige Lebenszeiten hinter uns haben, wenn unser Leben gerade von klein auf sehr viel Kampf, sehr viel schwierig, sehr viel Frust und Schmerz und Trauma war, dann fällt es uns unfassbar schwer, Leichtigkeit zu akzeptieren, weil wir dann einprogrammiert haben, dass ja alles immer schwierig sein muss für uns, dass wir immer uns extra bemühen müssen, dass wir immer kämpfen müssen. Und das ist ein Muster, das sich dann einfach fortsetzt und das dir gleichzeitig nicht erlaubt, leichtere Wege in deinem Leben zu erkennen, weil du ja auf das ganz andere fokussiert bist und gleichzeitig auch dazu führt, dass wenn du mal einen leichteren Weg hast oder wenn dir Dinge mal leicht von der Hand gehen, dass du dann den Frieden nicht traust, dass du das Gefühl hast, hey, hier stimmt was nicht, das bin ich nicht gewohnt, das gibt's hier nicht, ja, also das passiert mir nicht, dass Dinge mir mal zufallen und leicht gehen, dass du dann wirklich hier so eine Skepsis auch hast, ja, mit der Königin des Winters, wo du sagst, nee, ich kenne den harten Weg und den hätte ich gerne auch weiterhin, damit ich mich wohlfühle, dem Muster, das ich kenne in meinem Leben. Also wenn du quasi deine Komfortzone gebildet hast in der Härte, in den Schwierigkeiten, weil du das kennst und weil du dich damit wohlfühlst, weil du das ist genauso, wie man oft sagt, auch bei Beziehungen, wenn wir Chaos kennen, wenn Beziehungen in unserem Leben, die wir gesehen und beobachtet haben, immer sehr chaotisch waren, dann wird uns es unfassbar schwer fallen, Leichtigkeit in Beziehungen zu akzeptieren, weil wir nur Chaos gewohnt sind und weil wir uns denken, ohne Chaos geht's gar nicht. Ja? Und das ist hier wichtig, dass du dir hier erlaubst, Stabilität in der Leichtigkeit zu finden, kriege ich wirklich mit dem Ritter der Münzen, ja. Stabilität in einer Weichheit zu finden, in einem Fluss zu finden, wo du dich auch mal hingeben darfst, wo du dir Abkürzungen erlaubst, wo du dir erlaubst, dass sich Dinge vielleicht auch mal wie von Zauberhand verändern und verbessern dürfen, ohne dass du dich da super anstrengen musst, dass dir die geistige Welt, das kriege ich auch ganz stark rein hier mit dieser Drachenkarte, dass die geistige Welt dir helfen darf, dass sie dir Dinge abnehmen dürfen, dass du um Hilfe bittest auch. Auch das ist eine sehr, sehr weibliche Form von Energie. Wir verlernen oft, wenn wir so in der Härte drin sind und in diesem, ich muss ja eh immer alles selber machen, dann verlernen wir oft, dass wir um Hilfe bitten dürfen, dass da jemand da ist, der uns unterstützt, dass wir in der geistigen Welt, und das kriege ich ganz stark rein mit den Venusiern, habe ich vorhin im Venusianer gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass wir in der geistigen Welt eine Zugehörigkeit haben, eine Zugehörigkeit zu bestimmten Wesen, zu bestimmten Seelenwesen, dass dort Unterstützung ist für uns und dass wir jederzeit auf diese Unterstützung zurückgreifen dürfen und dass wir sie auch einfordern dürfen und da wirklich auch zuzulassen, dass sie dir helfen können von der anderen Seite, dass sie dir Dinge erleichtern können, dass sie dir Sichtweisen geben dürfen, die du so vielleicht in deiner Härte oder im Schmerz nicht sehen kannst. Und das, was halt häufig passiert ist, wenn wir so alten Schmerz in uns herumtragen, das ist wie ein Filter, den wir drüberlegen über unsere Sicht. Und dieser Filter erlaubt uns einfach, gewisse Dinge zu sehen oder nicht zu sehen oder in einem bestimmten Licht zu sehen. Und es kann hier unfassbar helfen, diese Themen einfach in die Heilung zu führen, damit du einfach eine bessere Sicht auf Dinge bekommst, damit du freier und flexibler und wendiger bist und damit dir das Leben Leichtigkeit präsentieren darf in allen deinen Wegen und damit du nicht den Rest deines Lebens damit verbringst, dich immer wieder auf das Allerschlimmste vorzubereiten, weil du nichts anderes gewohnt bist, weil du schon damit rechnest und sich dein System versucht, dich davor zu schützen, ja, dass du dir
dir wirklich hier auch Leichtigkeit erlauben darfst und dass du weißt, dass du Schutz hast, dass du dir Schutz einmal in der 3D-Welt bereits erarbeitet hast durch deine innere Kraft, auf die du immer zurückgreifen kannst, dass du aber gleichzeitig sehr, sehr viel Schutz auch von der geistigen Welt empfangen darfst. Hier wartet ein sehr, sehr schöner, ein sehr leichter, sehr lichtvoller Weg auf dich. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Botschaft für jetzt. Dieser Stein, mit dem habe ich hier schon ein bisschen gekämpft, weil der nicht so will wie ich. Schauen wir mal, wie sich dieses Muster vielleicht hier einwebt. Du hast die 10 der Kelche. Wow, wunderschön. Dann das Ast des Frühlings. Es eröffnet sich eine wunderbare neue Gelegenheit. Vielleicht ist sie unerwartet gekommen, aber nichtsdestotrotz wollen sie aktiv werden und voll Leidenschaft jede Möglichkeit verfolgen, die sich ihnen bietet. Wow. Dann hilfreiche Personen. Sehr schön, ich liebe diese Karte. Dann hast du Artanis und Earislu mit öffne dich für die Geschenke des Lebens. Sei dankbar und geduldig, dann wirst du alles, was du brauchst, empfangen. Wow. Sehr viel Goldenergie, sehr viel goldene Engel bei dir gerade. Indigo, die Person, der deine Frage gilt, ist ein Indigo, hochsensitiv und ein geborener Führer. Wow. Dann die Vorbereitung mit Tor 62. Du bist auf den nächsten Schritt vorbereitet. Vertraue dir und entspanne dich. Du weißt genau das Richtige zur richtigen Zeit. Lass nicht zu, dass deine Zweifel dich aus dem jetzigen Moment reißen. Wow. Die Qualle mit Warnung. Achtung, halte inne, nimm Abstand und überprüfe ein Angebot, eine Einladung noch einmal sachlich ganz genau. Ich schiebe es noch ein bisschen rüber, weil zwei Karten haben wir noch. Das Sternentor des Herzens, Öffnen des Herzchakras, Aufschließen und Großzügigkeit. Wow. Und zu guter Letzt, ja, das passt jetzt wirklich gut dazu, die Transformation. Also bei dir ist wirklich diese Botschaft, Stopp, innehalten. Und das hatte ich hier ja auch mit dem Stein, der auch nicht stehen geblieben ist oder liegen geblieben ist. Es gibt jetzt gerade nichts zu tun für dich. Nicht, zumindest nicht im Sinne von, du musst irgendetwas herbeiführen. Bei dir ist gerade ein unfassbarer Prozess da, der Teil deines Seelenplans ist. Du bist in einer richtig starken Transformation drinnen, wo sich dein ganzes Energiefeld jetzt gerade reinigt, wäscht und neu ausrichtet. Und wenn du etwas tun möchtest in diesem Prozess, wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen Kontrolle, du willst dich bewegen, dann ist das so total super, weil dann ist hier mit der Ast des Frühlings diese Aufforderung, Genuss zu suchen im Leben, Freude zu suchen. Und ich weiß, dass das für so viele Menschen so ein Riesenthema ist, das kriege ich immer wieder in den Human Design Readings einfach mit, dass wir zum Teil wirklich verlernt haben, was Freude bedeutet, wie wir die kultivieren können in unserem Leben und was das mit unserem Energiefeld macht. Das ist die Währung des Universums, das ist das Geld des Universums. Und sich selbst mal zu überlegen, wie stark ist denn eigentlich mein Energiefeld? Und wie kann ich das über freudvolle Dinge noch stärker machen, noch mehr kultivieren, noch größer werden lassen? Und das ist wirklich bei dir hier an der Zeit, dass du lernst, dein Energiefeld zu nähren. Und damit hast du genug zu tun. Dann kannst du dich abziehen quasi von anderen Dingen, wo du versuchst zu manipulieren, in Anführungszeichen. Ja? Und hier auch wirklich, krieg auch ganz viel Gemeinschaft, Dinge zu tun, die dir einfach noch Spaß machen, in Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit Menschen Zeit zu verbringen, wo du sagst, oh, da geht's mir einfach nur gut. Und das heißt nicht, dass wir diese Menschen immer nur suchen müssen. Es können auch Menschen sein, deren Bücher wir lesen, deren Filme wir anschauen, wo wir einfach sagen, hey, diese Person löst in mir einfach, die gibt mir einfach ein gutes Gefühl und deswegen konsumiere ich jetzt viele Dinge von dieser Person, die diese Person in der Freude erschaffen hat. Und damit erschaffe ich dieses Gefühl bei mir natürlich auch. Ja? Wie gesagt, bei dir ist gerade eine Zeit, wo du vorbereitet wirst auf eine sehr, sehr neue, sehr andere Phase deines Lebens. Du hast sehr viele Gaben und Talente, die du nur für diese nächste Lebensphase mitgenommen hast, die jetzt erst zur vollen Entfaltung kommen werden, wo du auch merken wirst, hey, jetzt
Also ich kriege bei dir sehr viel Sinn, du wirst sehr viel Sinnhaftigkeit verstehen können, du wirst sehr, sehr stark verstehen können, warum Dinge so passieren mussten in der Vergangenheit, warum das so gekommen ist und nicht anders, warum du vielleicht auch gewisse Dinge oder Menschen verloren hast in der Vergangenheit, für was das gut war in Anführungszeichen. Und gleichzeitig wirst du auch erkennen, für was andere Menschen gut sind in deinem Leben, für was die da sind. Ja? Ich sage das immer wieder, das ist einfach in meinem Leben eines meiner größten Geschenke ist mein Mann und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich meinen Mann nicht hätte. Der hält den Raum für mich, der steht hinter mir wie ein Fels, der ist energetisch. Einfach, das ist meine Basis quasi für das, was ich hier alles machen darf, was ich machen kann. Und das ist einem oft immer nicht so bewusst, wie wichtig solche Menschen sind, damit wir uns entfalten können, damit wir unsere Gaben, unsere Talente einfach zur vollen Entfaltung bringen können. Ja? Du bist sehr, sehr sensitiv. Achte darauf, dass du vielleicht Special Care, sagen sie gerade, dass du eine spezielle Form der Fürsorge brauchst, dass manche Menschen, die vielleicht für andere Menschen ganz gut sind, für dich viel zu hart sind, dass die nicht gut für dich sind. Auch das ist hier möglich. Gib dich wirklich nur mit Dingen ab, die dir Erfüllung bieten, wo du merkst, da geht mein Energiefeld auf, da fühle ich mich sicher, da geht es mir gut. Und wenn das vielleicht erstmal bedeutet, dass man sich von gewissen Personen zurückziehen muss, dann ist das so. Das kann ja auch wirklich nur eine temporäre Phase sein. Aber das ist gerade für dich extrem wichtig, damit das energetisch hier bei dir einfach sauber ablaufen kann, damit dieser Prozess gut laufen kann. Und das ist wie wenn du ein Software-Update kriegst am Handy. Ja, da musst du einen gewissen Prozentsatz an Akku haben, da idealerweise, oder ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt ein Muss ist oder ob sich das schon geändert hat, aber du musst an der Steckdose hängen, du musst WLAN haben und so weiter und so fort. Also es braucht wirklich hier gewisse Bedingungen, damit sich das entfalten kann. Und das ist ein Prozess der Entfaltung gerade, nicht der Manifestation. Das ist auch nochmal wichtig, weil viele wollen ja auch immer so diesen Unterschied wissen. Schau, wenn du deinen Job getan hast oder wenn gewisse Dinge in deinem Leben anstehen, die deinem Seelenplan entsprechen, dann musst du die nicht manifestieren. Ja, das ist so, wie wenn du schwanger bist zum Beispiel. Ja, in meiner Schwangerschaft, da ist die Arbeit getan, wenn ich schwanger bin. Da geht es nur noch darum, die richtigen Bedingungen immer wieder herzustellen, damit sich diese Schwangerschaft voll und ganz, so wie es gedacht ist, entfalten kann. Aber ich muss mich nicht jeden Tag hinsetzen und muss mir nicht denken, ich muss mir jetzt, Gott, dieses Kind braucht jetzt Ohren, jetzt muss ich Ohren manifestieren, jetzt muss ich das. Ja, das ist alles schon angelegt, das passiert von selber. Und je mehr die Bedingungen dazu passen, desto reibungsloser verläuft dieser Prozess. Ja? Und genau so ist es bei dir halt gerade auch. Hier geht es nicht um Manifestation, es geht nicht darum, Ziele zu definieren, es geht jetzt nur darum, einen gewissen Zustand zu halten, damit dieser Prozess, der sowieso schon stattfindet bei dir, einfach reibungsloser stattfinden kann. Und damit du hier wirklich dich baden kannst in diesem Prozess und alles von dir auch, und sie zeigen mir, wie wenn so Dinge abfallen, von dir abgewaschen werden, damit die einfach abfallen können, ja. Und dazu hilft es vielleicht manchmal am Mindset zu arbeiten, also zu wissen, hey, das ist jetzt einfach gerade los bei mir, das steht jetzt gerade an, alles gut. Das kann auch unfassbar dienlich sein, wenn wir einfach mit dieser Haltung dran gehen, und dann Dinge einfach geschehen zu lassen. Und das ist manchmal für den Verstand so viel schwieriger, vor allem wenn er das Tun gewohnt ist. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das großartig meistern werdet und damit in eine neue Stufe der Kraft. Und ich kriege auch der kraftvollen Manifestation eintreten werdet, weil ihr dadurch wirklich so wie so aufs nächste Level kommt. Ja, wie wenn man so ein Computerspiel macht und man kommt aufs nächste Level und hat plötzlich mehr Fähigkeiten, andere Fähigkeiten, Dinge gehen schneller, Dinge, die vorher mühsam waren, gehen plötzlich leicht von der Hand. Ja. Also das ist es auf jeden Fall wert, sich mal zurückzulehnen und es geschehen zu lassen. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3. Für alle, die diesen Stein hier gewählt haben, das zoomt heute gar nicht richtig. Jetzt. Wir schauen in deine Botschaft für genau jetzt. Du hast die 4 der Stäbe. Stabilität kriege ich schon mal rein.
Prinz des Sommers, eine hochemotionale Erfahrung wird Ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Gut, dass ich Stabilität gesagt habe. Die Dinge können sich sehr schnell entwickeln. Bleiben Sie ausgeglichen und fällen Sie Ihre Entscheidungen mit Ihrem Herz und mit Ihrem Kopf. Wow. Dann hast du positiv bleiben. Ist das schön? Schau mal, was du hier kriegst. Ganz viel Feuerwerk, Geschenke. Wow. Also, das ist eine starke Zeit jetzt, die da für dich anbricht. Du hast Kutumi und Kayana. Lächle und spüre den Frieden, den dir das Lächeln schenkt. Sorge auf allen Ebenen in dir für göttlichen Frieden. Wow. Dann hast du Kristalle. Die Energie der Kristalle unterstützt dich und hilft dir in deiner gegenwärtigen Situation. Dann hast du Tor 22 mit Offenheit. Habe den Mut, deinen Leidenschaften zu folgen. Dann wirst du die Unterstützung des Universums für die Dinge, die du dir für dein Leben wünschst, spüren. Lerne deine Emotionen zu regulieren, sodass du vertrauen kannst. Alles wird perfekt. Wow. Dann hast du den Hai mit Initiation. Die Zeit ist reif. Eine Prüfung steht bevor. Du kannst sie meistern und über dich hinauswachsen. Lemurische Saatcodes, Empfindsamkeit annehmen, Einzigartigkeit und voll Anmut leben. Wow. Und zu guter Letzt die Segnungen. Ist das schön? Also hier wartet sehr, sehr viel auf dich und ich kriege hier auch wirklich so, dein Leben wird hier ein ordentliches Tempo zulegen. Es werden sehr viele Dinge auf einmal passieren. Es kommt sehr viel Bewegung rein und das kann erstmal überfordernd sein. Das kann dazu führen, dass du einfach gar nicht weißt, ob du jetzt nach links oder nach rechts gehen sollst, weil so viel los ist in deinem Leben, weil so viel passiert. Und das kann total überwältigend sein, auch im positiven Sinne kann das total überwältigend sein, wenn wir uns nicht erden, wenn wir mit unseren Emotionen nicht gut umgehen. Ich meine, wer kennt das nicht von uns, wenn wir so verliebt sind, dass wir nicht schlafen, nicht essen können, wenn das solche Hochphasen einfach sind, wo wir uns so gesegnet fühlen, dass wir gar nicht wissen, wie wir denn diese Energie halten können, weil es auch viel zu viel ist. Und ich sage es immer wieder auch in meinen Kakaozeremonien, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, mit Emotionen, Gefühlsausbrüchen, vielleicht auch Gefühlsschwankungen gut umzugehen, dass wir diese Wellen, die sich da zeigen im Laufe des Lebens, lernen zu reiten und dass wir so eine gewisse Gelassenheit darin integrieren, dass wir Beobachter und Surfer zugleich sind und dass wir uns immer wieder in den Beobachter quasi auch zurückziehen können. Und das ist hier, da ist wirklich. Das kann für viele hier sein, dass ihr das Gefühl habt, von was redet ihr? Ich habe gar keine Ahnung. Und das dann in 2, 3 Wochen, Monaten, ihr euch denkt, vielen Dank, Miriam, jetzt machen die Worte Sinn, weil das vielleicht noch gar nicht da ist bei euch, weil dieses Tempo noch nicht da ist, weil diese Dinge, es passiert hier sehr viel für euch. Na, die 4 der Stäbe ist eine sehr positive Energie. Die Segnungen sind da. Es passiert sehr viel für euch, aber auch das kann überwältigend sein. Vor allen Dingen dann, wenn ich Glaubenssätze habe, die sagen, ich habe das nicht verdient oder ich bin nicht genug, ich kann das nicht annehmen. Also hier kann es auch sein, dass du dich im Annehmen üben darfst, dass du dir vielleicht Dinge nicht schlecht redest oder gleich nach dem Haken suchst im Geschenk, wo du das Gefühl hast, nee, also mir passieren nie gute Dinge, deswegen, was stimmt hier nicht? Aufpassen. Ja, dich im Annehmen üben, dich im Energiehalten üben. Und hier wirklich zu lernen, dass du deine emotionalen Kapazitäten ausweitest, dass du immer mehr auch fühlen kannst, ohne dass es dich umwirft in dieser Emotion. Positiv wie negativ. Emotionen sind weder noch. Es ist immer nur eine Form von Energie und auch sehr viel Freude kann sehr stark sein im System, kann sehr überwältigend sein. Vielleicht magst du hier dich mit Kristallen beschäftigen, dass du hier wirklich lernst, dich zu erden, dich immer wieder in den Ausgleich zu kommen, dich immer wieder in dir auch zu verankern und, wie ich am Anfang schon gesagt habe, diese Stabilität nicht zu verlieren, sondern immer wieder bei dir auch zu sein, zu bleiben. Weil das, was passiert ist, wenn wir uns stark mittragen lassen von diesen Emotionen, dann verlieren wir diese Stabilität und dann werden wir zum Spielball von Emotionen. Weil dann ist es so, dass wir so eine Hochphase haben, wo wir richtig Angst haben, die zu genießen. Dann kommt aber eine Phase, wo wir vielleicht dann wütend sind oder was weiß ich. Und dann verlieren wir uns auch in diesen Phasen. Also dieses dich verlieren in Emotionen, das ist etwas, was du jetzt wirklich lernen darfst. Wie gesagt, es ist im Außen hier sehr, sehr viel Positives.
Aber das kann auch sehr stark überfordernd sein, gerade auf der emotionalen Ebene. Und das braucht ein gutes Emotionsmanagement. Und wie gesagt, wenn du damit jetzt gar nichts anfangen kannst, dann nimm es dir trotzdem mit. Du hast es jetzt gehört. Und schau mal, wie es dir in ein paar Monaten damit geht. Das ist auch oft so, wenn wir uns Promis anschauen, Stars, die plötzlich über Nacht sehr berühmt werden, die damit gar nicht umgehen können. Von außen betrachtet denkt man sich, die hat doch alles. Es geschieht doch alles für diese Person. Was ist denn los? Warum sehen die das nicht? Warum genießen die das nicht richtig, weil wir das aus unserer Brille, aus unserer Perspektive überhaupt nicht verstehen können, wie überfordernd so eine Situation sein kann, wenn wir plötzlich alles bekommen, wenn wir aber ganz tief drinnen den Glaubenssatz haben, dass wir das nicht verdient haben oder dass wir nicht gut genug sind. Und dann kann auch so eine Situation extrem überfordernd sein und nicht wenige von denen wünschen sich dann oft, dass das niemals passiert wäre, ja? Oder Menschen, die ihr Leben lang auf das große Geld gewartet haben, plötzlich gewinnen sie im Lotto und dann können sie damit gar nicht umgehen. Und genau darum geht es, das zu lernen, damit umgehen zu lernen, und wirklich so diese Stabilität in dir zu finden und auch ganz stark, krieg auch ganz viel Seelenenergie, dich immer wieder mit deiner Seele auch zu verbinden. Ganz, 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 ganz wichtig. Das ist die höchste Instanz und meines Erachtens sollte es ein tägliches Pflichtprogramm sein, sich wirklich täglich mit dem eigenen höheren Selbst zu verbinden, da zu verankern und zu schauen, hey, was ist denn auf Seelenebene? Was sind denn Botschaften, die meine Seele mir vielleicht gerade schicken will? Meine Lieben, total krass hier. Ich wünsche euch nur das Beste damit. Schreibt mir gerne dann auch im Nachgang, wie es euch damit gegangen ist. Wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gerne Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Ja, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben, jetzt fokussierter. Wir schauen in deine Botschaft für genau jetzt. Du hast die 10 der Schwerter. Du hast die Herrscherin. Zeit, aktiv zu werden. Nützen Sie Ihre naturgegebene Kreativität, um in Ihrem Leben zu wachsen und erfolgreich zu sein. Die Fülle, wow. Dann Katzenjoker. Es gibt etwas zu tun. Was du jetzt dringend brauchst, sind Struktur, Ordnung und Klarheit. Höre auf deine intuitiven Gefühle. Dein Körper empfängt die Botschaften des Göttlichen. Wow. Sehr, sehr schön. Dann aus dem Human Design Kartendeck die Nachhaltigkeit mit Tor 59. Langfristige tiefe Partnerschaften unterstützen dich und dein Leben so rum. Erschaffe nachhaltige Beziehungen und teile innerhalb dieser, was du zu geben hast. Lerne Entscheidungen aus der Fülle zu treffen. Da, Fülle. Da haben wir sie schon. Dann haben wir die Möwe mit Orientierung und Gegenwärtigkeit. Ein weißer Engel der Lüfte segelt jetzt in dein Leben. Er ruft zum Aufbruch und zu neuen Abenteuern. Du wirst göttlich geführt. Dann Weisheit des Kristallschädels, Klarheit, göttliche Heilung und hochschwingende Energie. Und zu guter Letzt, wow, die Leidenschaft. Also bei dir ist auch energetisch richtig viel los. Das, was ich als allererstes sagen möchte, ist, dass bei vielen von euch sich eine Hellsichtigkeit einstellen wird, eine Hellfühligkeit. Ich kriege es aber ganz stark im Kopf bei euch. Vielleicht habt ihr euch auch mit dem Thema Träumen, Klarträumen, luzides Träumen schon mal beschäftigt? Es kann hier wirklich sein, dass ihr hier sehr viel reinbekommt. Was hier auch helfen kann, ist wirklich fürs dritte Auge in die Sterne zu blicken. Ganz, 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 ganz schöne Möglichkeit, um das dritte Auge zu stimulieren, weil hier wirklich sehr viele Botschaften für euch durchkommen wollen, die euch hier wirklich weiterbringen werden in dieser Welt. Und ich kriege hier für manche von euch auch rein, dass ihr jetzt bereit seid, diese Botschaften wirklich anzunehmen und zu hören, dass sie aber schon länger durchkommen wollen. Die 10 der Schwerter steht für ein Ende, steht dafür, dass etwas beendet wird, dass etwas zu Ende geht. Und das kann hier wirklich ein Job sein, eine Beziehung. Wir haben beides hier. Es kann aber auch sein, dass ihr aufhört, einen Lebensweg zu gehen und eine ganz andere Richtung plötzlich einschlagt. Ja, je nachdem, wo ihr da gerade steht, das kann für jeden anders sein. Für manche kann es auch hier sein mit der Herrscherin eine Schwangerschaft, dass hier eine Familie gegründet wird, dass hier wirklich so ein
ja, so ein ganz neues Leben auch startet. Ein Leben, das ganz stark in Fülle sein wird. Wir haben ja auch die Fülle zweimal. Es geht darum, diese Fülle ja, anzunehmen, dir die Fülle, die du brauchst, auch zu manifestieren, dir Fülle auch zu erlauben, ganz stark. Diese, wie heißt denn das? Selbstsabotage kriege ich auch rein, mit der 10 der Schwerter zu beenden. Das ist häufig so, dass genauso wie wir uns behandeln, behandeln uns andere und demzufolge auch das Universum. Warum? Das Universum kann gar nicht anders. Es ist das Gesetz der Anziehung und das Universum wertet nicht dem Universum. Also, das ist so, wenn das Universum sieht, du sabotierst dich ständig selber und deine Energie, dann denkt das Universum, dass du das gerne machst und dann wird es dir mehr Gründe liefern, mehr Situationen, die wieder dazu führen werden, dass du dich selber sabotierst. Und es darf aufhören. Also fang an, dich so zu behandeln, wie du dich behandeln oder wie du jemanden behandeln würdest, der in der Fülle ist, der in der eigenen Fülle steht. Also dich auch zu fragen, wenn ich jetzt zu voll in der Fülle wäre, und das kannst du jetzt am Geld festmachen oder an anderen Dingen, wenn wir Fülle haben wollen, dann geht es eher in erster Linie nicht darum, dass wir viel Geld haben, sondern so, dass wir mehr haben, als wir brauchen. Das ist ja meistens so das Thema Fülle. Dass wir aber auch gesundheitliche Fülle haben, dass wir Fülle in unseren Beziehungen haben. Also Fülle ist nicht etwas, das sagt, es kommt nur beim Geldthema, sondern das darf sich in all unseren Lebensbereichen widerspiegeln und ausbreiten. Und da mal alle deine Lebensbereiche zum Thema Fülle einfach mal zu checken und zu schauen, hey, wie bin ich denn energetisch aufgestellt? Bin ich mit meiner Energie in der Fülle oder mache ich hier jeden Tag ein Minusgeschäft? Also steige ich jeden Tag mit weniger Energie aus, als ich gestartet bin. Schaffe ich es, Fülle zu generieren in mir? Wenn ja, in welchem Ausmaß? Wie oft mache ich das? Manche Menschen laufen ihr Leben lang mit 40% Akku rum in sich und die glauben, das ist normal. Die wissen gar nicht, wie das ist, wenn es 100% ist. Die können mit dem gar nicht umgehen. Und das habe ich ganz oft erlebt, wenn ich so Fastenkuren in Thailand gemacht habe. Habe ich vor meinen Kindern sehr, sehr häufig, fast jedes Jahr bin ich dahin. Und dann Menschen plötzlich feststellen, wenn sie ein paar Tage gefastet haben und sie sich sehr rein ernähren und sehr stark entgiftet haben, sie dann plötzlich feststellen, dass sie so viel mehr Energie haben, als sie jemals zuvor gehabt haben. Und die gar nicht wissen, wohin mit dieser Energie plötzlich. Was macht man jetzt damit, wenn man plötzlich so viel mehr Kapazität hat? Genauso ist es, schau, wenn ich dir heute 1 Million Euro in die Hand drücke, was machst du damit? Hast du einen Plan dafür oder nicht? Und das hat viel damit zu tun, inwiefern wir Dinge und Fülle in unserem Leben zulassen können oder nicht. Und hier sich wirklich auf Fülle auszurichten im Sinne von, wie verkörpere ich Fülle am besten, sodass ich es auch in mein Leben ziehe. Und da ist Leidenschaft eine ganz, ganz gute Möglichkeit, um Fülle anzuziehen über das Sakralchakra einfach. Super Manifestation über die sexuelle Energie. Sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr wirksam auch über dieses. Also ich sage immer, es gibt immer so zwei, drei gute Möglichkeiten, um richtig gut zu manifestieren. Entweder über das Herzzentrum, das ist ein magnetisches Zentrum, da arbeiten wir ja auch in den Kakaozeremonien immer dran, oder über den Solarplexus, sehr, sehr kraftvoll. Da kann man auch Dinge einfach so anziehen, oder über das Sakralzentrum. Am besten macht man es mit allen dreien, weil dann hast du auch den gewünschten Effekt dazu und dann fühlst du dich auch so, wie du dich fühlen willst, wenn du dir das alles selber verwirklichst. Und hier wirklich zu schauen, hey, wie komme ich denn in allen Lebensbereichen in die Fülle und kann sie dann auch noch genießen, weil ich auch dieses tiefe Gefühl habe von, ich habe das auch wirklich verdient. Und ich will das leben und ich kann damit umgehen. Ich gehe verantwortungsbewusst mit Fülle um, indem ich vielleicht, ja, verantwortungsbewusst damit umgehen heißt nicht, dass ich es gleich wieder weggebe, dass ich es mit anderen Menschen teile, sondern dass ich bewusst teile, dass ich aber auf meine Grenzen achte, auf meine Bedürfnisse achte. Das ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Fülle an Energien, an Ressourcen. Ja? Und auch hier, weil ich sehe die ganze Zeit Lüfte und diese Müll, war kurz meine Kamera weg, dir immer wieder auch zu überlegen, wo beschwere ich mich denn selber? Wo sabotiere ich mich denn unverhältnismäßig? Wo bin ich nicht gut zu mir? Wo bin ich nicht gut zu meinem Körper? Wo gehe ich über meine eigenen Grenzen drüber? Und hier wirklich so dich selbst, und das ist für mich auch so eine sich selbst ehrende und liebende Haltung einzunehmen. Und diese Haltungen
werden immer, immer, immer belohnt vom Universum. Und Schritt für Schritt die Selbstsabotage in Selbstfürsorge auszutauschen und dich an selbst, genauso wie man sich an Selbstsabotage gewöhnt und wie das irgendwann normal wird, kann man sich auch an die Selbstfürsorge, an dieses Hey, ich bin gut zu mir, auch daran kann man sich gewöhnen. Und auch das wird unser System irgendwann honorieren und sagen, hey, super, wie du mit mir umgehst. Und das ist im Endeffekt ein Konto, auf das man einzahlt, wo man irgendwann davon gut leben kann. Ja, das ist, wenn ich mein Leben lang meinen Körper sabotiere, werde ich vielleicht irgendwann die Rechnung dafür kriegen. Wenn ich aber immer wieder gut bin zu meinem Körper, wenn ich auf gewisse Dinge achte, dann werde ich auch dafür die Rechnung irgendwann kriegen. Dann ist es vielleicht ein Guthaben. Und von diesem Guthaben darf ich mir dann was kaufen. Und darauf einfach zu achten, ist sehr, sehr wichtig, dich auf den Thron zu setzen, ohne schlechtes Gewissen hier mit der Katze. Passt die Katzenenergie auch sehr gut dazu, finde ich, dieses von sich selbst nur das Beste zu halten und auch nur das Beste zu akzeptieren. Hier ganz, ganz wichtig, für sich selbst einzustehen und zu sagen, na natürlich stehe ich an erster Stelle, selbstverständlich, wer denn sonst? Und das zuzulassen und dann auch im eigenen Glanz zu stehen, kriege ich auch ganz stark rein. Hier ist sehr, sehr schön, weil das wird Fülle in dein Leben bringen. Die Herrscherin ist es eine sehr luxuriöse Energie. Wir haben die Fülle daneben und dann noch im Human Design 259 ja auch nochmal die Fülle. Also hier geht es ganz stark um die Fülle, aber wirklich auf allen Ebenen bei dir. Vor allen Dingen auch auf der körperlichen Ebene kriege ich ganz stark rein für viele von euch. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.